Gestern Abend kam in FIFA mit Koulibaly eine weitere Moments SBC raus. Wir haben in diesem Machen oder Lassen Video mal ein paar Sachen anders gemacht, gebt uns auf jeden Fall mal unten in den Kommentaren Feedback, wie ihr es findet. Wie gewohnt werfen wir direkt mal einen Blick auf die Karte. Koulibaly spielt ja mittlerweile beim FC Chelsea in der Premier League und ist Senegalese. Mit 1,87 Meter hat er eine gute Größe für einen Innenverteidiger. Als Spieler Arbeitsraten hat er mittelhoch. Beim Tempo ist seine Sprintgeschwindigkeit mit 98 wirklich top. Dazu kann er auch noch wirklich gut passen und bei den Dribblingwerten sind Reaktion und Ruhe auch wirklich richtig stark. Überragend kann er dann natürlich noch verteidigen und auch die Physiswerte sehen wirklich top aus. Als Fähigkeiten hätte er dann noch den Powerkopfball. Aber wie können die Werte jetzt nochmal am besten gepusht werden? Defense und Physis passen ja so schon, die sind schon wirklich richtig stark. Deshalb würden wir dieses Mal mit einem Engine gehen, um somit das Tempo zu perfektionieren, aber auch Dribbling und Passen nochmal zu pushen. Kommen wir jetzt zu den Linkmöglichkeiten. Aufgrund von der Nation ist er leider nicht ganz so stark zu verlinken. An sich gibt es hier vielleicht noch Sadio Mané, wenn man ihn natürlich umformen würde. Ansonsten kannst du ihn natürlich auch mit Spielern von Chelsea linken oder ansonsten einfach ganz normal über die Premier League. Insgesamt musst du für die SBC drei Teams abgeben, und zwar ein 83er Team, ein 85er Team und ein 86er Team, entweder mit einem Inform oder TOTS. Im Hintergrund siehst du jetzt auch noch Lösungen, aber natürlich auch mit Dream Squad Spielern. Für die SBC hast du dann auch noch bis zum 16.09. Zeit und du bekommst 6 seltene Goldkarten. Das Ganze kostet dann laut Footbin rund 170.000. Kommen wir nun zu ähnlichen Alternativen. Varane Footies gibt's für 820.000. Koundé Showdown für 190, der sieht auch wirklich ähnlich aus. Auch eine sehr beliebte Karte ist dann noch Walker Shapeshifter, der wäre also auch wie Koundé nochmal einen Ticken teurer. Und günstig wäre Tierney Shapeshifter für rund 13.000, er wäre aber natürlich deutlich schwächer. Die Community hat natürlich auch wieder abgestimmt, auf Footbin und auch auf Discord, und dort geht die Tendenz auf jeden Fall klar Richtung Machen. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Die Karte von Koulibaly sieht schon wirklich richtig stark aus, besonders was die Defense- und Physiswerte angehen. Aus der Premier League gibt es insgesamt auch andere gute Innenverteidiger, allerdings sind die auch oft teurer. Von Chelsea gibt es eigentlich keine andere Alternative. Deshalb würden wir uns insgesamt auch der Community anschließen und machen sagen. Generell ist ja auch schon September und das neue FIFA steht ja auch schon vor der Tür. Deswegen nimmt die SBC doch noch mit und testet die Karte einfach aus. Was ist deine Meinung? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Lass es noch ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.